Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour zeige ich euch ein modernes Fachwerkhaus mit zwei Balkonen und überdachter Terrasse. Mit offener Galerie und voll verglastem Giebel bzw. XXL-Fenstern. Das Musterhaus von Meisterstück in der Fertighauswelt Günzburg ist ein sogenanntes Holz-Skeletthaus, kommt aber von einem Hersteller, der nicht auf diese spezielle Bauweise spezialisiert oder festgelegt ist, sondern der auch andere Häuser baut. Und was wir hier für Besonderheiten haben, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Wir stehen jetzt hier schon auf der voll verglasten Giebelseite zum Garten hin, wo die Kinderzimmer und der Wohnbereich liegen. Und von den Außenmaßen haben wir hier 12 Meter mal 12,46 Meter. Der Kniestock hat eine Rohbauhöhe von 1,46 Meter und wir haben hier ein 32 Grad geneigtes Satteldach drauf. Ganz wichtig bei diesen Holz-Skeletthäusern oder diesen Fachwerkhäusern mit den großen Glasscheiben sind am Giebel die großen Dachüberstände. Das ist hier tatsächlich 1,25 Meter. Die sind auch mit so einer weiß gestrichenen Holzverkleidung in Nut und Feder gemacht. Das heißt, es kommen hier an der Seite auch nicht irgendwo Sparren raus, sondern man hat nur die Fetten, die man da sieht. Wir können schon sehen, dass es hier einen Balkon gibt. Das ist bei solchen vollverglasten Häusern auch immer ganz schön. Das gibt so ein bisschen Sichtschutz von oben, wenn man an diesen Glasscheiben steht und runterguckt. Es gibt eine überdachte Situation vorm Haus und es schützt natürlich insgesamt auch vor der hochstehenden Sommersonne. Da habt ihr also gleich schon einen feststehenden Sonnenschutz. Natürlich gibt es hier auch Lamellenjalousien bzw. im Obergeschoss Rollläden, womit man das Ganze verdunkeln und von außen verschatten kann. Und eine ganz wichtige Besonderheit im Gegensatz zu vielen Herstellern, die jetzt auf Skeletthäuser spezialisiert sind und feste Achsmaße oder Rastermaße der Planung zugrunde legen, plant dieser Hersteller die Häuser total frei. Das heißt, das Achsmaß, das Rastermaß kann so gewählt werden, wie es dann für euren individuellen Entwurf sinnvoll ist. Ganz klassisch und charakteristisch für diese Häuser ist natürlich, dass die tragende Holz-Skelett-Konstruktion innen und außen sichtbar ist, auch ein durchgehendes Farbkonzept hat. Wir haben hier Anthrazit und nicht Schwarz. Auch das macht einen entscheidenden Unterschied beim Holz-Skelett. Und es gibt eben an den Seiten auch geschlossene Felder. Das ist ganz wichtig, weil es da natürlich auch Räume dahinter gibt, wo man einfach Sichtschutz und Stellflächen braucht. Und die geschlossenen Felder sind bei diesem Hersteller mit ökologischen Materialien bzw. mit diffusionsoffenem Wandaufbau ausgeführt. Das heißt, ihr habt da eine bestimmte Eco-Glaswolle zwischen den tragenden Ständern und ihr habt außen drauf ein Wärmedämmverbundsystem auf Holzfaserbasis, das eben auch diffusionsoffen ist. Wenn wir jetzt hier zur Vorderseite rumkommen, seht ihr schon, die Giebelseite hier zur Straße hin ist wesentlich geschlossener. Hier gibt es auch mal unterteilte Fenster mit so hochliegenden Fensterbändern. Hier dahinter ist jetzt das Gäste-WC. Das ist also absolut sinnvoll, wenn der Hersteller diese Möglichkeit einräumt. Und wir sehen jetzt von der Firsthöhe insgesamt haben wir hier 8,31 Meter. Auf dem Dach, habe ich eben noch nicht erwähnt, gibt es eine Photovoltaikanlage. Das sind jetzt hier nur etwa 3,5 Kilowatt-Peak-Leistung, da wäre natürlich Platz für wesentlich mehr. Was ihr auch schon seht, es gibt Dachflächenfenster und es gibt einen Tageslichtspot, der einen innenliegenden Raum belichtet, den wir uns natürlich auch gleich anschauen. Ganz praktisch an diesen Giebelbalkonen ist, dass es quasi einen in die Architektur integrierten, überdachten Eingangsbereich gibt. Auch wenn jetzt hier über mir dieser Balkon nicht mit einem wasserdichten Fußboden ausgeführt ist. Das heißt, wenn ihr jetzt sicher gehen wolltet, dass ihr einen geschützten Eingangsbereich habt, wo kein Regen durchkommt, müsstet ihr hier einfach einen geschlossenen Boden wählen. Wir sehen schon, die Haustür hinter mir hat einen etwas anderen Farbton. Das ist graublau. Und wie es dahinter aussieht, das schauen wir uns jetzt an.
11 Quadratmeter groß und trotzdem wirkt es hier natürlich wahnsinnig großzügig, weil man diese lange Sichtachse hat. Das sind jetzt hier 12 Meter durch die große Festverglasung bis in den Garten natürlich viel, viel länger. Da macht es natürlich auch Sinn, an so einer Stelle dann so einen Windfang auch abgetrennt als Fachwerkkonstruktion mit Verglasung drin zu haben. Wir sehen das jetzt hier links nochmal. Das ist jetzt ein Beraterbüro. Das hat nochmal etwa 12,3 Quadratmeter Fläche. Ist jetzt hier im Musterhaus natürlich auch sinnvollerweise mit so einer Brettschichtholzkonstruktion und Festverglasung abgetrennt. Das könnte man natürlich auch geschlossen ausführen, wenn ihr da ein Gästezimmer oder ein Schlafzimmer haben wollt. Ich habe euch ja schon gesagt, dass der Rallfarbton von dieser Holzkonstruktion sich von außen nach innen durchzieht. Das ist nicht genau Anthrazit 7016, aber ähnlich Rall 7016. Ist etwas dunkler vom Farbton, aber eben nicht schwarz. Und auch das ist für die Wirkung hier innen drin total wichtig. Dieser Zangenkonstruktion hier, das ist ein Brettschichtholz, BSH, das ist ein verleimtes Holz, das extrem hochwertig ist, das sich wirklich nicht verzieht, maßhaltig ist, auch bei großen Spannweiten. Und das braucht man natürlich hier für die Konstruktion, weil die an vielen Stellen sichtbar ist. Wir haben jetzt von der Höhenabwicklung bis zur Unterkante von dieser Zange immer 2,36 Meter. Das Maß könnt ihr euch schon mal merken, weil das natürlich im Wohnbereich für die XXL-Fenster bzw. die Festverglasung das Maßgebende ist. Und die lichte Raumhöhe bis unter die Decke sind hier 2,64 Meter, also auch etwas höher als jetzt ein Standardmaß von 2,50. Die Geschosshöhe von der Konstruktion waren hier 2,82 Meter, also man sieht, da geht natürlich für Bodenaufbau und so weiter immer noch ein bisschen was weg. Auf dem Boden haben wir hier ein ganz interessantes Fliesenformat, 45 x 90, das ist ein Feinsteinzeug in Betonoptik. Das ist wirklich einfach super pflegeleicht, darauf sieht man praktisch gar nichts. Kann ich für einen Eingangsbereich nur empfehlen, wenn man nicht jeden Tag überall mit einem Wischlappen hinterherlaufen möchte. Und jetzt schauen wir natürlich noch die Garderobenlösungen an. Hier ist schon mal eine Einbaunische, was ich ja immer ganz toll finde. Die ist auch an der Stelle tatsächlich mehr als 60 cm tief. Wenn ihr jetzt hier einen raumhohen Schrank einbauen wollt, ist natürlich durch diese sichtbare Zange an der Stelle ein bisschen schwierig. Denn hier habe ich dann nur noch 45 cm. Muss man ja auch nicht machen. Man kann ja auch hier mit einer halbhohen Lösung, mit einem Spiegel arbeiten. Hier um die Ecke gibt es nämlich nochmal eine kleine separate Garderobe, was auf jeden Fall sinnvoll ist. Das sind 2,3 Quadratmeter. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, so einen Einbauschrank reinzumachen. Und man sieht auch schon, diese Nische ist 44 cm tief. Das heißt, ich habe hier einen Schrank, wo ich die Bügel so und nicht so reinhängen kann. Also lohnt sich darüber nachzudenken. Ihr bringt natürlich mehr unter, wenn die Nische wirklich 60 cm tief ist. Und dann ist hier in der Ritze auch noch ein Lichtschalter drin. Da würde ich euch eben einfach dran auch wirklich raten, bei der Bemusterung, bei der Elektrobemusterung dran zu denken, wo sitzen sinnvollerweise die Schalter. Immer wieder gern genommen, das Thema. Wir schauen jetzt hier vorne noch kurz ins Gästebad, weil es jetzt eben hier vorne direkt ansteht. Das ist mit 4,4 Quadratmetern nicht riesig, aber tatsächlich sehr gut eingeteilt. Der Fliesenbelag geht durch. Wir haben die hohe Brüstung, alles richtig gemacht. Das ist die Eingangsseite. Brüstungshöhe bei diesen geschlossenen Elementen ist 1,60 Meter. Hier gibt es auch direkt einen kleinen Öffnungsflügel, was im WC immer super sinnvoll ist, auch wenn ihr hier oben natürlich die Absaugung von der kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung habt, die in den Bädern hier sitzt, praktischerweise direkt über dem WC, macht es natürlich trotzdem Sinn, hier so einen kleinen Öffnungsflügel zu haben. Dann haben wir hier eine Dusche drin. Eigentlich sind diese Türen, die man so komplett wegklappen kann, für so ein kleines Bad wirklich super geeignet. Aber man sieht schon die Problematik mit diesen Gummilippen. Das ist halt immer so eine Sache. Mit einer feststehenden Verglasung habt ihr natürlich hier nicht so viel Raumgröße, aber ihr habt das Problem nicht
mit den Gummilippen. Ansonsten ist es hier beim Hersteller Standard, die bodengleich gefließte Dusche mit Mittelablauf, die dann auf dem Boden diese rutschhemmenden Mosaikfliesen hat. Das ist also schon mal ganz schön, dass man sich das hier angucken kann. Relativ hochwertiger Standard drin. Auch an der Wand die gleichen Fliesen wie auf dem Boden, was ich für so einen Raum immer sehr schön finde. Oben sehen wir auch noch ganz spannende Fliesen in Zementoptik. Da können wir dann noch mal gucken, was das für eine andere Raumwirkung gibt. Diese Innentüren sind übrigens mit 2,11 Meter Höhe hier Standard. Was nicht Standard ist, ist diese stumpf einschlagende Tür mit den verdeckten Bändern. Das zeige ich euch oben nochmal. Das ist eigentlich nie Standard, sieht aber natürlich sehr schick aus. Ich habe gerade die Info reinbekommen, diese Holzkonstruktion, die Skelettkonstruktion ist tatsächlich RAL 7016, also nicht ähnlich, wie ich euch eben gesagt habe. Jetzt schauen wir uns aber erstmal die Küche an. Die hat 23,7 Quadratmeter Fläche, aber durch diese Öffnung bis unter den First natürlich eine ganz, ganz besondere Raumwirkung. Bis unter die Firstfette haben wir hier fast 7,50 Meter lichte Raumhöhe und besonders schön ist natürlich auch diese Belichtung von oben. Wir haben heute wirklich einen richtig trüben, dunklen Tag und hier in dem Haus ist es wahnsinnig schön hell. Also man bekommt hier garantiert keine Depressionen bei schlechtem Wetter. Diese Dreierbatterie an Dachflächenfenstern, klar, muss natürlich von außen zu verschatten und elektrisch zu bedienen sein, beziehungsweise mit Regenwächter ausgestattet. Aber es ist eben eine super Sache, wenn die entsprechend ins Smart Home System eingebunden sind, kann man da auch super im Sommer mal schnell abends die Hitze und die warme Luft rauslüften. Das macht auf jeden Fall total viel Sinn. Hier kommt natürlich viel Sonne rein, deshalb ist bei so einem Haus auch eine außenliegende Beschattung immer ganz wichtig. Wir haben hier im Erdgeschoss die Lamellenjalousien, die auch mit so einem Funk-Smart-System ausgestattet sind. Das heißt, die kann man eben auch runterfahren lassen, entsprechend programmieren. Und ich habe euch ja schon gesagt, der Hersteller hat kein festes Rastermaß wie viele andere jetzt spezielle Skeletthaushersteller, sondern plant wirklich ganz frei. Und dann sehen wir hier auch schon, gibt es da mal solche mega XXL Fenster oder Festverglasungen. Wir haben hier eine Breite von rund 3 Metern und wie gesagt, die Höhe bis zur Unterkante dieser Zangenlage sind 2,36 Meter. Sehr schön ist, wenn man von der Küche auch noch mal rauskommt. Auch diese Tür hat natürlich dann entsprechend, die Höhe ist 1,16 Meter breit. Das heißt, hier kommt man wirklich gut raus, hat viel Licht, hat auch die Möglichkeit, weil das jetzt ein normaler Drehkippbeschlag ist, hier eben mal aufzumachen, wenn man wirklich irgendwelche Essensgerüche auch schnell rauslüften will. Aber auch hier in der Küche ist es natürlich wieder so, ihr seht schon, dass da von der kontrollierten Lüftungsanlage die Absaugung ist. Wir haben jetzt hier so einen Küchentresen, der ist 1 Meter tief und 2,60 lang. Hier so ein eingelassenes Kochfeld mit Abzug nach unten. Das bietet sich natürlich in so einem Haus auf jeden Fall an. Das ist auch mal ein etwas anderes System. Ich gucke ja immer, wie diese Dinger zu reinigen sind. Man kriegt dieses Teil hier ganz leicht raus. Das ist also wirklich kein Hexenwerk. Man kann es in der Spülmaschine spülen, macht es wieder rein. Ganz einfache Sache. Klar muss euch natürlich sein, dass ihr dann hier direkt unterm Herd die Schublade erstmal nicht habt. Das ist dann zu, weil darunter die Technik verschwindet. Aber hier ist dann auch noch Platz für eine große Schublade mit Schränken. Hier haben wir jetzt auch 1 Meter Abstand. Das ist auf jeden Fall okay zum Kochen und zum Arbeiten. Sehr schön ist, dass diese Nische hier, finde ich, jetzt komplett mit Eiche ausgekleidet ist und dass da auch schon mal an 4 Steckdosen gedacht worden ist. Hier im Kochtresen gibt es jetzt dieses System mit 2 Steckdosen, die dann eben in unmittelbarer Nähe zum Herd auf jeden Fall sinnvoll sind. Ob man das so lösen will oder über Steckdosen an der Wand, kann man sich ja dann auch selber nochmal überlegen. Hier ist auch so ein spezieller Wasserhahn drin, wo dann nochmal Sprudel und Kohlensäure und gefiltertes Wasser rauskommen kann. Da gibt es dann hier nochmal eine entsprechende Kartusche. Auch dafür geht euch natürlich nochmal Platz verloren, aber jetzt kommt meine Lieblingstür, nämlich die Salontür in die Speisekammer. Die verschwindet hier in der Kochzeile, das heißt, man sieht es erstmal nicht. Ich gucke jetzt mal, wo wir hier den Lichtschalter haben. Und ich kann euch sagen, das sind nochmal 4,3 knapp Quadratmeter,
rechts und links von dieser Tür wirklich 70 cm tief, sodass ich das total sinnvoll möblieren und den Raum nutzen kann. Und da wäre eben sogar Platz, wenn ihr so eine Art Backup-Küche wollt. Und da nochmal so eine Seite, eine Küchenzeile mit einem Waschbecken, vielleicht einem Kühlschrank, einem Thermomix oder sonstigem zu haben, was ihr jetzt an Geräten vielleicht nicht immer in der offenen Küche stehen lassen könnt. Und das ist eben wirklich toll, weil wir sehen so oft Speisekammern, die eigentlich zu klein sind für ein sinnvolles Regal. Es ist hier auf jeden Fall sehr gut gelöst. Und jetzt schauen wir mal weiter in den Wohnbereich. Anders als da hinter mir die Tür mit dem Drehkippbeschlag, haben wir hier zur überdachten Terrasse jetzt eine Hebeschiebetür. An der Stelle hat die jetzt eine lichte Öffnungsbreite von 90 cm. Auch sehr schön bei der Hebeschiebetür wieder die flache Austrittsschwelle, und Probleme mit Spritzwasser haben wir ja auch nicht, weil es ist eine eingezogene Terrasse, die hier schon überdacht ist. Das macht wirklich total Sinn, denn dann ist es ein Raum, den ihr bei jedem Wetter gut nutzen könnt. Sehr schön ist, dass hier die Untersicht auch ähnlich verkleidet ist oder genauso wie die Dachuntersichten, nämlich mit diesen weiß gestrichenen Nut- und Federbrettern. Ihr könnt auch sehen, hier läuft hinter diesen Blenden im Konstruktionsfarbton dann sehr schön diese Lamellenjalousie, die sich da gut verbergen lässt. Und von der Fläche habe ich jetzt hier 9,8 Quadratmeter. Etwa 5 Quadratmeter sind als Wohnfläche anrechenbar, weil das ja hier eben auch überdacht ist. Und diese Tür reicht auf jeden Fall von der Breite, um da von der Küche aus auch mit Tablett in der Hand rauszukommen. Aber hier um die Ecke haben wir dann die XXL-Hebeschiebetür. Die hat jetzt hier eine Öffnungsbreite von 1,89 Meter. Und ich finde das immer beeindruckend. Das sind Holztüren mit Dreifachverglasung. Das ist also wirklich ein schweres Element. Die ist hier seit 7 Jahren drin. Die läuft wirklich butterweich, und das ist das, was ich euch eben gesagt habe, wenn das eben alles sehr hochwertiges Holz ist, verzieht sich da auch nichts, dann braucht ihr da auch keine Angst zu haben. Wir kommen jetzt hier schon weiter in den Wohnbereich, das sind nochmal 39 Quadratmeter, und ich finde, dass es hier im Haus sehr, sehr schön von den Raumproportionen und von den Sichtachsen gelöst ist. Also von der Tür sieht man hier nach draußen, aber eben nicht in den Wohnbereich und nicht in die Küche und nicht auf den Esstisch. Hier ist jetzt nochmal so ein kleiner Arbeitstisch eingerichtet. Hier könnte natürlich auch super nochmal ein großes Sofa stehen. Hinter mir ist dann der Platz für den Fernseher. Auch sehr schön, dass die Wand da so leicht grau abgetönt ist. Und dann haben wir natürlich hier eine Sache, auf die ich euch noch hinweisen möchte. Dieser Bodenauslass für den Strom. Also wenn ihr so ein Haus habt, wo ihr praktisch keine geschlossenen Außenwände habt, müsst ihr natürlich dran denken, diese Bodenauslässe, diese Steckdosen an den strategisch wichtigen Stellen zu platzieren. Denn hier kann man natürlich keine Steckdosen in die Außenwand setzen. Hier haben wir jetzt drei geschlossene, festverglaste Felder. Die sind, wie gesagt, 2,36 Meter hoch, 2,17 Meter breit. Die sind jetzt an der Stelle gleichmäßig. Und von der lichten Raumhöhe bis zur Decke haben wir eben auch hier die 2,64 Meter. Bevor wir nach oben gehen, zeige ich euch doch kurz den Technikraum. Der geht hier neben der Garderobe ab, Technik- und Hauswirtschaftsraum. Es ist ja ein Haus auf Bodenplatte, das heißt, ihr braucht natürlich so einen Raum, auch noch ein bisschen Stauraum. Und deshalb sind das hier auch 10,8 Quadratmeter. Hier geht auf jeden Fall alles gut rein, was man braucht. Hier für die Photovoltaikanlage den Speicher mit etwa 4 Kilowattstunden Kapazität. Ein Wechselrichter, die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung hinter mir, hohe Brüstung 1,60, alles richtig gemacht. Breites Fensterband, sodass hier auch Tageslicht reinkommt. Dann haben wir hier das Innengerät, der Wärmepumpe, Luftblaser, Wärmepumpe, Splitgerät. Das andere steht außen, Warmwasserspeicher, und hier auf jeden Fall auch noch genug Platz für Waschmaschine, Trockner, Wäscheständer, Bügelbrett, alles, was man eben hier noch so braucht. Und jetzt schauen wir uns mal die Treppe an. Die Treppe ist, wie es sich für so ein offenes Haus gehört, eine offene Treppe ohne Setzstufen, eine gerade Treppe, eine zweiläufige Podesttreppe.
Das Holz hier für die Stufen und für den Handlauf ist Eiche, sehr schön. Und das ist tatsächlich hier ein HPL, High Pressure Laminat. Das ist eine Werkstoffplatte, die den Vorteil hat, dass sie extrem tragfähig ist, relativ schlank und in jeder möglichen Farbe erhältlich. Außerdem kann sie natürlich vom Holzbauer verarbeitet werden. Wenn ihr jetzt wirklich eine Stahltreppe, eine ganz schlanke drin haben wollt, braucht dann nochmal ein Schlosser. Es muss geschweißt werden im Haus, Funkenflug und so weiter. Deshalb ist das eigentlich eine Lösung, die man sehr viel in solchen Holzhäusern sieht. Und jetzt gucken wir mal nach oben. Hier oben kommen wir jetzt auf eine offene Galerie, die mit 7 Quadratmetern Fläche wirklich keinen Platz verschwendet. Aber durch diese Firsthochoffengeschichte, den Luftraum und die Dachflächenfenster wahnsinnig hell und großzügig wirkt. So eine kleine Erschließungsfläche funktioniert jetzt hier, weil der Grundriss geschickt organisiert ist. Man hat für den Elternbereich mit Ankleide und Bad und Suite nur eine Tür. Hinter mir sind 2 Kinderzimmer und ein Bad, wo wir gleich reingucken. Vielleicht noch ein Wort hierzu. Ihr seht jetzt ganz gut die Dachflächenfenster, das ist so eine Dreierbatterie, 94 x 1,18 sind diese Fenster. Und da sieht man schon, zwischen den beiden unteren Fenstern ist jetzt noch der Lichtauslass für die Lampe am Esstisch. Also das ist tatsächlich nicht ganz trivial, auch sich über sowas Gedanken zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass man da unten auch so eine schöne Bogen-Bodenstehlampe hat. Die Steckdose dafür in der Ecke wäre auf jeden Fall schon vorhanden. Denn wie gesagt, da müsst ihr euch dann wirklich überlegen, dass das Ding auch weit genug runterhängt. Wo genau habt ihr euren Tisch stehen? Lohnt sich auf jeden Fall, sich da Gedanken zu machen. Hinter mir ist jetzt ein Beraterbüro nochmal drin. Deshalb haben wir jetzt auch hier wieder diese offene Fachwerkkonstruktion mit der Festverglasung. Wenn das ein Büro ist, ist das natürlich super toll, kann man da runter gucken. Wenn es ein Kinderzimmer ist, würde man sich vermutlich eher für die geschlossene Lösung entscheiden. Die beiden Kinderzimmer sind gleich groß und identisch geschnitten bzw. belichtet fast. Die Platzierung der Türen ist ein bisschen anders wegen dem Bad, das da noch anschließt. Hier hat man genug Platz hinter der Tür, also die 60 cm Einbautiefe für den Schrank. Auf der anderen Seite sind es dann nur noch 44 cm, weil die Tür einfach weiter reinrücken muss. Und diese Türthematik habt ihr natürlich auch immer, wenn ihr die Achsbreite oder das Achsmaß von eurer Skelettkonstruktion festlegt. Hier ist es jetzt tatsächlich voll verglast im Giebel. Wir schauen uns nachher auf der anderen Seite an, was es für andere Möglichkeiten gibt. Da ist also sogar der Brüstungsbereich offen. Und dann könnt ihr gleich mal gucken, wenn man da rausguckt, sieht man jetzt, was ich euch von außen gezeigt habe. Diese 4 Balken, die da noch durchlaufen. Da ist jetzt eine Verblechung drauf, damit es da mit stehendem Wasser und Staunässe kein Problem gibt. Und das ist eben so ein bisschen ein Sichtschutz, wenn man vor dieser großen Glasscheibe steht, dass man da nicht runterguckt. Dieses Element ist jetzt hier 2,18, von der Höhe auch wieder wie im Erdgeschoss, die 2,36 Meter. Und schön ist es natürlich, wenn das 2 Kinderzimmer sind, die dann beide Zutritt zu diesem Balkon haben. Das ist jetzt einfach so ein WPC-Belag, der liegt dann auf diesen Trägern. Das geht also dann alles in einem, sehr schön mit Edelstahlgeländer und diesen Glasgefachen dazwischen. Die Investition lohnt sich natürlich bei so einem Haus auf jeden Fall. Und hier sieht man jetzt auch diese Dachüberstände, die mit 1,25 Meter wirklich so groß sind, dass sie auch diesen Balkon überdachen und mit dieser weißen Verkleidung dann auch sehr schön in einem überlaufen. Das Thema Verdunklung ist natürlich hier schwierig. Es gibt diese Lamellenjalousien auch für diese Schrägelemente. Da kostet dann die Verdunklung mehr als die Glasscheibe. Also wenn man das natürlich wirklich dunkel haben will, kann man sich überlegen, da auch teilweise mit geschlossenen Gefachen zu arbeiten. Das schauen wir uns auf der anderen Seite an. Jetzt gehen wir mal kurz noch ins 2. Kinderzimmer, das auch als Kinderzimmer eingerichtet ist. Hier im Musterhaus sind überall keine Türen eingehängt. Das hat übrigens auch Gründe. Nur mal so ein kleiner Tipp für den Besuch im Musterhaus. Die Toiletten im Obergeschoss sind in der Regel nicht angeschlossen und deshalb hängt da auch keine Tür drin, damit da keiner auf die Idee kommt, die zu benutzen. Ist alles schon passiert. Wenn ihr im Musterhaus seid, das WC im Erdgeschoss ist in der Regel benutzbar.
Jetzt sind wir hier im Kinderzimmer und hier sieht man eben auch wieder diese Raumhöhe bis unter den Giebel. Das heißt, man kann diese Zimmer auch sehr gut nutzen mit einer eingezogenen Zwischenebene. Dann ist es auch nicht so schlimm, dass hier die Nische hinter der Tür nur 44 cm ist, weil es wirklich genug Möglichkeiten gibt, einen Schrank zu stellen. Ich hatte euch ja gesagt, die Rohbauhöhe von diesem Kniestock ist mit 1,46 m angegeben. Hier drin hat man dann noch eine lichte Höhe von 1,37 Meter. Das funktioniert also sehr gut, da ein Bett drunter zu stellen, ohne dass man sich stößt oder sonst irgendwie Probleme mit der Möblierung kriegt. Von der Bodenfläche hatten die beiden Kinderzimmer 18 Quadratmeter. Wohnfläche bleiben dann bei so einem hohen Kniestock tatsächlich noch 16 Quadratmeter übrig. Noch einen etwas höheren Kniestock bzw. eine Abseitenwand haben wir hier im Kinderbad. Das ist mit 5 Quadratmetern nicht riesig, aber so geschickt aufgeteilt, dass es auf jeden Fall reicht. Hier ist jetzt diese Abseitenwand davor gesetzt, wo dann auch nochmal die Installationen drin laufen. Deshalb haben wir jetzt hier eine Höhe von 1,54 und dieses Dachflächenfenster bringt es natürlich an der Stelle voll. Also erstens bringt es viel Tageslicht bei maximaler Privatsphäre. Und ihr habt dann hier einfach noch mal 40 cm mehr Kopffreiheit, sodass sich auch wirklich richtig große Leute hier beim Aufstehen nicht den Kopf stoßen. Hier an der Rückwand hätte man dann auch bis oben fließen können, aber macht natürlich an der Stelle Sinn, da eine Höhe aufzugreifen. Sehr schön diese Fliesen in Zementoptik, also Zementfliesenoptik 20x20. Auf dem Boden haben wir ein Feinsteinzeug 60x60. Das gleiche dann an der Wand, das ist eine Nuance heller. Das passt jetzt hier ganz gut, weil beide Grautöne auch in dieser Ornamentfliese da vorkommen. Und was ich euch noch zeigen möchte, ist diese flache Duschtasse. Auch das wäre beim Hersteller im Standard, genauso wie diese durchgefließte Dusche. Das ist aber so auf jeden Fall praktischer. Die Dusche ist 90x90, also groß genug. Und ihr seht schon, die ist jetzt nicht ultra flach, sondern geht hier nochmal 5 cm rein. Und ich kann euch nur empfehlen, für so ein Kinderbad ist das echt praktisch. Da ist dann mal der Abfluss ein bisschen verstopft, das Wasser läuft nicht schnell genug ab. Und wenn ihr diese ganz bodengleichen Geschichten habt, dann staut euch immer das Wasser und läuft euch da zurück. Und das passiert bei so einer Geschichte nicht. Das ganz Flache ist vielleicht optisch schöner, aber das ist auf jeden Fall praktischer. Jetzt schauen wir uns noch den Elternbereich an, der wie gesagt komplett über eine Tür erschlossen wird. Ankleide und Bad gibt es hier en suite. Und als erstes betritt man den Schlafbereich. Der ist jetzt mit 14,6 Quadratmetern gut dimensioniert. Hier muss nämlich eigentlich nur ein Bett drin stehen. Wir haben jetzt hier mal so einen Funkschalter für die Jalousien. Und ihr seht schon, hier gibt es im Giebel jetzt geschlossene Flächen. Auch dieses Giebeldreieck ist zu. Und da lässt sich ein Rollladen runterfahren, sodass man eben auch komplett verdunkeln kann. Die lichte Kniestockhöhe sind jetzt hier wieder die 1,36 Meter und ihr seht, das funktioniert hier mit der Möblierung sehr gut, ohne dass man sich den Kopf stößt. Wir haben hier auch wieder First hoch offen und dann geht es hier in eine kleine Ankleide, die innenliegend ist, aber sehr, sehr geschickt gelöst. Wir haben hier 6,75 Quadratmeter, der Raum hat keine Dachschrägen, eine Höhe von 2,65 Meter und ist so dimensioniert, dass ich hier wirklich was unterkriege. Tageslicht hat man sogar auch. Es gibt hier diesen Tageslichtspot. Da sieht man dann außen auf dem Dach so eine kleine Öffnung. Und auch wenn es dunkel ist und kein Licht an ist, hier kommt relativ viel Tageslicht immer rein. Man sieht dann da auch immer gern die toten Fliegen. Mir konnte noch keiner erklären, wie die da reinkommen. Man kann das aber abmachen und die dann da auch gelegentlich rausholen. Hier nebenan geht es jetzt ins Masterbad. Auch da dürfte natürlich dann in Wirklichkeit im Alltag gerne ein Türblatt drin sein. Wir haben jetzt hier wieder so ein großes Fensterelement. Das ist im Bad ja immer so eine Sache. Aber hier ist es durch diese eingeschobene Ankleide eben so, dass man da auch wirklich erstmal Sichtschutz hat. Von der Raumhöhe sind es dann hier auch bis unter den First fast 4,20 Meter, was natürlich sehr schön ist, vor allen Dingen auch im Schlafzimmer, weil einem im Sommer auch die Wärme nach oben geht. Und
Was den Sichtschutz angeht, von unten bringt natürlich so ein Balkon auch schon eine ganze Menge. Wir haben jetzt hier standesgemäß für so ein großes Bad eine freistehende Wanne mit einem freistehenden Bodenzulauf. Kurz als Info für euch, wenn ihr sowas haben wollt, zahlt ihr auch locker mal 6.000, 7.000 Euro Aufpreis, weil das einfach sehr aufwendig ist. Ich erwähne das nur, weil man sich ja oft fragt, wie kommen eigentlich diese Preise zustande? Und gerade im Bad kann man natürlich sehr viel aufbemustern. Hier ist jetzt eine kleine Schamwand für das WC. Das finde ich sehr, sehr schön, das in so einem großen Bad ein bisschen abzuteilen. Die ist jetzt 70 cm tief, dürfte für mein Gefühl noch ein bisschen mehr sein. Dann hätte man auch diese Sichtachse nach draußen hier unterbrochen. Und auch hier natürlich wieder sehr, sehr schön, dass das Dachflächenfenster über dem WC ist. Auch da bekomme ich eben noch mal 40 cm mehr Kopffreiheit an der Stelle. Besonderes Highlight in diesem Bad ist fraglich oder unfraglich diese große gefliesste bodenebene Dusche. Die hat jetzt wirklich die Breite des ganzen Bades, also hier 2,20 Meter. Hier ist noch so eine Sitzbank mit drin, Breite ist 1,20 Meter. Ich kann mich hier also wirklich bewegen. Sehr schön ist auch diese Wandnische, um Dinge abzustellen, würde ich euch immer empfehlen. Und dann gibt es hier die feststehende Glasscheibe, das heißt, ihr habt hier keine beweglichen Teile mit irgendwelchen hässlichen Gummilippen. Ich hätte die jetzt, glaube ich, von der Höhe angepasst mit dieser Wand. Und es ist jetzt hier insgesamt eine Tiefe von 1,10 Meter. Das reicht euch jetzt als Spritzschutz vermutlich nicht ganz. Zumal, wenn ihr hier so eine Regendusche habt, übrigens hier ganz sinnvollerweise so eine Aufputzlösung. Das ist etwas kostengünstiger und vor allen Dingen natürlich auch praktisch. Unterputz sieht immer schick aus, aber wenn dann da mal irgendwas dran ist, klopft da halt die Fliesen ab. Und hier haben wir jetzt natürlich gut Platz für einen Doppelwaschtisch, was in so einem großen Bad absolut sinnvoll ist. Ich finde es schön, dass man mal diese ganz leichte, transparente Lösung hat. Wenn ihr natürlich mehr Stauraum haben wollt im Bad, wäre hier klassischerweise der Platz dafür. Jetzt haben wir alle Räume hier im Musterhaus Günzburg gesehen. Wenn ihr euch das selber mal anschauen wollt, es steht in der Fertighauswelt in Günzburg bei Ulm, beim Legoland. Die Ausstellung ist in der Regel geöffnet mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Ich empfehle euch vorher telefonische Terminvereinbarung. Dann könnt ihr auch sicher sein, dass das Haus offen ist, dass jemand da ist, der Zeit hat für ein Beratungsgespräch. Wenn ihr euch die Grundrisse mal anschauen wollt, habe ich wie immer unten für euch in der Description, in der Videobeschreibung einen Link in unsere Hausdatenbank. Da findet ihr die Grundrisse, da findet ihr auch die Kontaktinfo für die Terminvereinbarung und ich habe euch unten auch eine Preisinfo reingepackt. Das Haus hat übrigens auch ein Nachhaltigkeitszertifikat vom BIRN und ist somit auch als förderfähiges Haus zu bekommen. Und wenn ihr noch mehr Videos zu dem Thema Bauen, Hausbau, Förderung sehen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.